Die Wahlschlacht ist gerade geschlagen, die Plakate an den Straßenlaternen sind noch nicht mal ganz abmontiert und... Schon wird das Säbelrasseln und Meerschwänzen an ganz anderen Schauplätzen fortgesetzt. Beweist unser Wochenrückblick. Dit war dit. Der Wahlkampf ist vorbei, die Sieger stehen fest, da geht das Kräftemessen schon wieder weiter. Hier ist ja immer was los, irgendwas ist immer. Ob das nun der Kampf um die Publikumsgunst ist. Und ich möchte das einfach nur ordentlich machen. Oder der sportliche Wettstreit beim Marathon, nämlich dann, wenn die Autofahrer sich wieder mal um die schnellste und beste Umleitung streiten. Ja. Und so kommt man mit den Leuten ins Gespräch eigentlich. Überall wird schon wieder versucht, die Konkurrenz auszubremsen, sich einen Vorsprung zu verschaffen oder den anderen einen mitzugeben. Eigentlich mal so richtig drauf zu hauen. Nach der Wahl kloppen sich SPD und Grüne darum, wer in die Opposition darf und wer mit Merkel in die Koalition muss. Was hatten die uns gemacht? Was hatten die uns gebracht? Nicht. Knisternde Spannung herrscht auch bei der rot-schwarzen Koalition in Berlin im Streit um den Rückkauf des Stromnetzes. Und wir werden natürlich sehen, was die Situation denn hervorbringt. Der Wähler entscheidet. Währenddessen kämpfen die Kunden des Pleitegeiers Flexstrom darum, dass sie wenigstens ein bisschen von ihrer Kohle wiedersehen. Jetzt sieht man nichts mehr. Auch die angestellten Lehrer streiten weiter dafür, dass der Senat sie gerecht bezahlt. Und das werden sie wohl noch eine ganze Weile tun müssen. Also auf jeden Fall mal 2 Jahre lang jedes Wochenende und aber auch noch unter der Woche. Und auch immer wieder schön anzusehen, wie sich diese 2 hochbezahlten Manager an der Dauerbuddelkiste BER die Förmchen klauen und nach der Kindergartentante schreien, anstatt sich mal zusammenzureißen und zu arbeiten. Also diese Kombination kann man da wirklich ausschließen. Also mal ehrlich, bei so viel Herumgemeckere und Draufgekloppe, da wünscht man sie sich doch wirklich wieder zurück. Die gemütliche Zeit des Wahlkampfes.